Der traditionelle Holdorfer Neujahrsempfang mit Gästen aus den heimischen Unternehmen geht in diesem Jahr schon in seine 20. Runde. Wie beliebt die Veranstaltung ist, sieht man allein schon daran, dass auf den 160 Stühlen im Saal des Hotel zur Post freie Plätze absolute Mangelware sind. Das ist ein Dankeschön, dieser Neujahrsempfang. In das wirtschaftliche Rückgrat der Gemeinde sind die Unternehmer. Wir haben in der Gemeinde Holdorf den glücklichen Umstand, dass wir noch aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen und auch indirekt aufgrund der hohen Einkommenssteueranteile haben wir die Möglichkeit, über freie Spitzen nachzudenken. Das heißt, wir haben freies Geld zur Verfügung, um zu schauen, in welche soziale Aufgaben wollen wir diese dann auch verwenden. Das wäre ohne einen gestärkten Mittelstand, ohne die hiesigen Unternehmer schlicht und ergreifend nicht möglich. Und es lohnt sich einfach hier in Holdorf die Entwicklung zu beobachten. Von dieser Entwicklung beeindruckt zeigt sich auch der Gastredner des Wirtschaftsempfangs, Herr Professor Dr. Bölke. Nach seinem Vortrag mit dem Titel Studium oder Ausbildung – zwei Wege zur Fachkräftesicherung lauscht der Präsident der privaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik interessiert dem Jahresrückblick von Bürgermeister Dr. Krug. Holdorf scheint wirklich eine sehr starke Gemeinde zu sein, obwohl ich jetzt die unmittelbaren Vergleiche nicht habe, aber die Zahlen waren schon sehr, sehr beeindruckend. Das muss ich wirklich sagen, das hat der Herr Dr. Krug sehr gut darstellen können. Ich denke, dass hier in der Region allgemein im Landkreis Vechta viel Tatkraft ist. Wir haben sehr viele unternehmergeführte Unternehmen, die auch eine Verantwortung sehen, die Verantwortung sehen für die Kommunen, aber auch für die Mitarbeiter. Und da zieht man natürlich ein ganz großes Plus draus für die Unternehmen, für die Region. Informativ und immer wieder humoristisch. So lässt Bürgermeister Dr. Krug das Jahr 2015 Revue passieren. Egal ob Wirtschaftszahlen, Seekonzert, Reitturnier oder Holdorfs Aushängeschild die IGEA, alles findet Beachtung. Aber es dreht sich nicht nur um die positiven Themen. Holdorfs erster Bürger geht in seinem Rück- und Ausblick auch auf Probleme und Herausforderungen für die Gemeinde ein. Ein Beispiel: der demografische Wandel. Also demografischer Wandel findet auch in Holdorf statt, aber anders als anderswo, nämlich hier bedeutet demografischer Wandel Zuwachs an Bevölkerung, unverändert auch einen Zuwachs an jungen Personen, was für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde enorm wichtig ist. Was natürlich dann auch zur Folge hat, dass wir neue Kindergärten, neue Kindergartenplatzkapazitäten brauchen. Aber das ist eine Aufgabe, die wir uns gerne stellen, weil jeder Bürgermeister eröffnet lieber einen Kindergarten oder einen Erweiterungsbau, als dass er einen Kindergarten oder eine Schule schließt. Und die erste Eröffnung 2016 folgt für den Bürgermeister sogar schon unmittelbar nach seiner Rede. Zwar ist es nur das Buffet, aber das Jahr ist ja noch jung. Es wird nicht alles einfach werden, aber gemeinsam, und das zeigt auch die Erfahrung, gemeinsam werden wir unsere Herausforderungen auch schaffen, sodass am Ende des Jahres 2016 Holdorf besser dasteht als 2015 und damit auch besser als 2014, weil wir eine kontinuierliche Entwicklung haben und die geht nur nach oben und nach vorne. Einer der produktivsten und modernsten Gemeinden im Oldenburger Münsterland steht also auch 2016, wieder ein Jahr bevor, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger freuen können.